Hallo, liebe Bromantiker, herzlich willkommen hier zu Football Bromance Real Talk. Mir zugeschaltet wie immer Björn Werner. Björn, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin aufgeregt. Wir haben hier mal. Warum bist du aufgeregt? Wir haben einen Weltklasse-Gast bei uns heute, nur für euch. Er war schon mal hier, ist jetzt gerade drüben mitten im Training Camp. Komm, Herr Werner, Producer, hol ihn rein. 3, 2, 1, willkommen. Servus. Da ist er. Servus, habe die Ehre. Habe die Ehre. Grüß Sie miteinander. Da ist er ja. Hättest du gedacht, dass du so schnell wieder hier landest? Ach nee, ich bin auch wegen dem Trainingscamp, war ich auch, mein Kopf war echt wirklich matsch. Ich hatte nur Playbook, Video anschauen, Training. Ich hatte nichts anderes im Kopf. Deswegen, dass sich das alles wieder so gelegt hat, freue ich mich drüber. Oh Mann, David, der Werner hat 18.000 Fragen an dich, aber du sagst, dein Kopf ist voll. Erzähl mal kurz, wie heftig, wie groß ist der Unterschied zwischen GFL und NFL? Also war lustig, am Anfang musste ich, wo ich hergeflogen bin, das hat auch, Flugprozess war krass, wegen Amerika ist eh schon krass, und dann noch mit Corona und alles. Und da muss ich sagen, als Deutscher, ja, ich bin hergekommen zum Football spielen, dass ich NFL spiele, es hat ewig gedauert, das haben sie mir nicht geglaubt, und die haben ewig rumtelefoniert. Und dann war ich hier 2 Wochen Quarantäne im Hotel und dann konnte ich so halbwegs trainieren und hab dann das Playbook bekommen. Und dann habe ich das Playbook gelernt, dachte mir so, ja, okay, ich habe es auf jeden Fall drauf. Und dann kommt das erste Training und dann geht der Tight End in Motion, das ganze Spielzeug verändert sich, da geht der Receiver auf, da geht der Running Back auf die linke Seite, der ganze Spielzeug verändert sich. Alter, ich habe wochenlang gebraucht, bis ich das dann richtig drauf habe, auch mit den ganzen Motion, je nachdem, wo er hingeht, ändert sich dann Gap und so weiter. Ey, das ist unglaublich schnell. Ich glaube, ich habe bis zum Schluss, also bis zur letzten Woche, konnte ich nicht sagen, dass ich jetzt wirklich gut mithalten konnte. Es war richtig hart. Also, aber ich habe Gas gegeben. Sie haben sich gefreut, dass wie ich spiele. Und ja. David, welche Position spielst du? Spielst du 3-Technik oder spielst du End in der 3-4 oder was spielst du? Nee, wir spielen ja eine 4-3, deswegen spiele ich also Inside, also 3-Technik und Nose-Technik. So, das war auch eine klasse Umstellung. Ich habe mein ganzes Leben lang Defense End gespielt und dann von Defense End immer auf Nose Tackle ist doch noch ein Riesenunterschied. Das ist, also war eine Riesenumstellung alles. Du bist keine Ballerina mehr draußen, sondern mittendrin mit den großen Männern, ey. Ja. Oh Gott, ey, wie ist das, wenn man so gedoppelteamt wird von als 3-Technik oder selbst als Center von Center und Guard, wenn die dich mit mal auf die große Hafenrundfahrt nehmen, ist schon heftig, ne? Das allererste Spielzug, da hatte ich gegen, habe ich gegen 2 Veteranen gespielt, habe ich 3-Technik gespielt und die haben das Sheriff, heißt der spielt auch, glaube ich, 6. 7. Jahr und Randy Moore ist auf der anderen Seite, auch, glaube ich, sein 7. Jahr. Hey, der hat mich gedoppelt teamt, unglaublich. Ich wurde erstmal auf eine Schifffahrt mitgenommen, bis zum DB hinter. Das war, ey. Oh Gott, das ist lustig, Mann. Das ist mega geil. Wir kriegen direkt einen Insight aus dem Trainingscamp. Wie sieht denn der Alltag gerade aus? Ihr habt die Pads an. Es war ja alles dieses Jahr ein bisschen wilder mit Corona, die ganzen Regeln. Ja. Wie ist denn jetzt gerade der Alltag? Nimm uns mal, wenn du aufstehst, bis zum Abend. Nimm uns mal kurz durch. Ja, also wir stehen morgen auf. Nimm uns mal mit in deinen Tag. Ey, ist unglaublich. Wir stehen ja früh auf. Ich stehe mal ein bisschen früher auf, weil ich ewig morgens Muffel bin. Stehe auf, rauche dann ewig. Dann fahren wir in die Facility, haben dann Corona-Test. Also vor dem Facility ist dann so ein Zelt oder so ein Wohnmobil, wo wir Corona-Test machen müssen. Und dann gehen wir ins Facility, habe dann auch noch mal ewig Zeit, dehne mich, stretche mich, gehe nochmal ins Hot-Tub und so weiter. Und dann um 9 Uhr, glaube ich, ist Training. Am Anfang hatten wir, glaube ich, die ersten 3 Wochen haben wir nur Conditioning gemacht. Training und danach so Walkthrough, die Spielzüge, also so Art OTAs, Mix mit Conditioning. Und dann irgendwann haben wir angefangen mit Pads zu trainieren und da hatten wir quasi normales Training mit Walkthrough, 2 Minutes, ganze Situationen sind durchgegangen. Dann immer Walkthroughs auch. Wir haben versucht, dieses Jahr mehr so ein Mix zwischen Walkthrough und zwischen OTAs und Camp zu machen. Und dann nachmittags ist Fitness und dann kommen wir nach Hause, haben vielleicht 1 Stunde Zeit. Da haben wir, glaube ich, 4-5 Stunden Meeting, Special Team, Positionsmeeting, Defense Meeting.
Dann haben wir noch mal eine halbe Stunde Pause, fahren dann wieder ins Facility, haben dann nochmal Walkthrough und nochmal ein paar Meetings und dann sind wir abends um, ich glaube um 9:30 bin ich dann im Hotel. Warte. Und völlig, wahrscheinlich völlig im Eimer. Nicht nur ich gehe dann sofort duschen und sofort ins Bett, da gibt es nichts mehr. Was ist härter für dich? Das Training oder diese ganzen stundenlangen Meetings? Ich glaube, die Kombination, weil du bist wirklich nach dem Training, bist du so am Ende. Dann legst du dich ins Coldtop rein und schläfst fast halb ein. Dann stehst du auf und machst Meetings und deine Augen fallen zu. Du musst dann aufstehen, dass du dich nicht ganz einschläfst. Musst mitschreiben. Das ist unglaublich. Also die Kombination ist halt so anstrengend. Ja, aber ey. Ja. Wie ist die Arbeit mit euer Defense-Koordinator ist Jack Del Rio, richtig? Ja, ja. Wie ist es mit dem? Der ist ja auch ein Veteran, war ja selbst mal Hauptübungsleiter. Wie ist es mit dem so, die Interaktion mit ihm und auch mit deinem D-Line-Coach? Total gut, der ist total ruhig. Also ich hab auch schon viele Koordinator gehört, dass sie so rumschreien und so weiter. Der ist total ruhig, ich glaube, der hat nur einmal geschrieben seit dem ganzen Camp jetzt. Der ist ruhig, wenn du Fehler machst, geht er hin zu dir, erklärt es dir ganz ruhig. Sobald er sieht, hey, du versuchst es umzusetzen, ist alles gut. Sobald er merkt, hey, er erklärt es zweimal und du machst es immer noch nicht, dann wird er mal lauter. Aber sonst ist er eigentlich total ruhig, total netter Typ, total gelassen. Wirklich ein Traum. Und genau, mit Divas können ja das genauso. Also, der verlangt das Beste von dir, er sieht, dass du das Beste gibst. Er will es genauso haben, wie er es dir zeigt. Wenn du es genauso machst, hast du keine Probleme. Ja, Björn, dir liegt eine Frage auf der Seele wegen deiner Jersey-Nummer, ne? Ich habe so viele Fragen. Hau raus. Weil du gerade bei den Defense-Coordinator und D-Line-Coach warst, wie ist es einfach von den ganzen Mitspielern, deinen Teamkollegen in der Defensive-Line-Position? Da hast du einen erfahrenen Veteran, ich habe das Gefühl, den vergisst jeder schon wieder, Ryan Kerrigan, der einfach mal mehrere Pro Bowls, man sieht natürlich, hört man nur von Chase Young gerade, es ist ein Monster, also wenn der da rumläuft. Und auch Jonathan Allen, du hast halt ein paar Teamkollegen in der Defensive Line, wo du sehr, sehr viel lernen kannst. Oder nehmen die dich mit, sagen die, wir wollen dir das beibringen, sagen die, ey, der Deutsche, wir haben keinen Bock auf ihn? Nee, also absolut, die feiern mich. Also jede Position, der Ryan Kerrigan, das war einer der ersten, die ich kennengelernt habe. Den kannte ich damals. Und der ist auch, glaube ich, sein 10. Jahr schon, wo er mitspielt. Fühlt sich noch total gut. Hat seinen Spaß, total netter Typ. Und mit Riders war cool, der ist richtig cool, mit der habe ich gleich am meisten zu tun. Und Josh Allen, die sind quasi, also als Defense Line auch, oder jeder Footballer denkt immer, dass er der Beste von sich selbst und sagt, naja, ich bin natürlich, warum sieht der Coach, dass ich der Beste bin als die? Das sind aber wirklich, also Josh Allen, Matt und Payne, das sind dazu halt so welche Leute, wo du sagst, okay, das sind schon eindeutig besser, das sind echt richtig gute Spieler, wo man wirklich weiß, hey, warum die da oben spielen und warum die schon so lange so gut sind. Guck mal. Da ist sie. Wir haben es gesehen. Was ist los mit dieser Nummer? Ich habe das natürlich nicht ausgewählt. Jetzt kann man irgendwann so, der sind zwar Spieler. Vielleicht haben sie es irgendwie so ein Practice-Watch, aber ich weiß nicht, diese ist genommen, der auch versetzt hat. Deswegen. Ich habe schon gesagt, hey, es wäre cool, wenn ich irgendwo in der Saison vielleicht eine andere Nummer bekommen würde, weil die ist echt nicht so toll. Wir haben jetzt gerade ein paar Tonprobleme. Was ist hier los? Bist du noch da, David? Ich habe schon überlegt, bin ich das oder ist das dein Glasermaser, Herr Werner? Also, ich weiß nicht, wir sind alle kurz ein bisschen stehen geblieben, aber ich weiß nicht, David Bader, hörst du uns noch? Ja, hörst du mich? Ja, guck mal, bei Ihnen, er ist im Hotel gerade, liebe Romantiker. Kann auch sein, dass das Hotel-WLAN gerade nicht ein bisschen mithalten kann. So, jetzt hören wir dich, glaube ich, wieder. Hallo? Aber haben die Antwort nicht verstanden. Hörst du uns? Ja, hörst du uns? Erzähl mal nochmal, warum du die 64 trägst. Ich glaube, also für D-Liner sind so 60er-Nummern immer so, naja, man weiß nicht, ob die es sicher schaffen. Das ist immer so eine schwierige Frage. Ist natürlich hart, von Deutschland geben sie nur 60er-Nummer. Und dann, dass ich vielleicht bekomme ich dann im Laufe der Zeit nochmal eine andere Nummer. Also hoffe ich zumindest. Das hat einen guten Vorteil. Das ist das Geburtsjahr von meiner Mutter und das war meiner Mutter schon ein gutes Zeichen. Und dann hat meine Mutter eine Freude und deswegen ist es okay. Wenn Mama glücklich ist, dann alles gut. Da hast du recht. So. Dann, wollen wir mal Coach bleiben kurz, ne? Coach. Waren bei den Coaches.
sehr viel. Wir haben gerade davor noch gesprochen, was alles passiert ist mit dem Washington Football Team. Die Nachrichten da, dann kommen nächsten Tag wieder was raus. Dein Head Coach Ron Rivera, es kommt raus, er hat Hautkrebs. Wie hat er das euch gesagt? Wie, weiß nicht, wie habt ihr es als Team aufgenommen? Wie ist die Atmosphäre damit? Erzähl mal ein bisschen. Also das ist auch ganz lustig. Der redet über das ganze Team und wie das Team gebildet wird und alle schlechten Nachrichten, was wir in der letzten Zeit hatten, hat er quasi Stunde davor gesagt, bevor das online kam. Also er hat es gesagt und sagt, hey, ich will es erst mal meinem Team sagen, den Journalisten, und dann dürfen die das veröffentlichen. Also wir hatten da am Abend Training wieder und dann hat er erzählt, hey, passt auf euch auf und so weiter. Und dann erzählt er, hey, ich muss auch irgendwas zu meiner Gesundheit erzählen. Ich habe Krebs im Anfangsstadium, das ist leicht behandelbar. Ich werde alles geben, dass ich hier bleibe. Es ist für alles schon gesorgt, ihr müsst euch nichts kümmern, macht einfach so weiter. Aber man fühlt sich dann schon, am ersten Abend waren alle ruhig, eigentlich haben wir immer nach Training, quatschen wir immer noch und sitzen noch ein bisschen rum. Da waren alle ruhig und waren so ein bisschen in Gedanken und gesagt, naja, wie das laufen wird. Aber momentan merkt man gar nichts. Also hätte er sich gesagt, wüsste es wahrscheinlich keiner. Der ist ganz normal, wie immer, voll konzentriert auf Football. Und ja. Patrick, bist du noch da? Ich bin noch da. Ich höre gebannt zu. Aber das war ja, David, das war ja nicht das Einzige, was dieses Team erschüttert hat. Sie haben ihren Namen geändert, was natürlich für Furore gesorgt hat. Das Front Office hatte Beschuldigungen bis nach ganz oben. Bekommt ihr das alles mit im Training Camp oder werdet ihr da tatsächlich irgendwie abgeschirmt, was da im Front Office los ist? Da sind Beschuldigungen, sexuelle Nötigung, Belästigung und so weiter. Erst mal, bekommt ihr das mit oder werdet ihr da abgeschirmt? Und wie ist so die Meinung innerhalb des Teams mit diesem Namenswechsel weg von Redskins zu Washington Football Team? Also mit der Namensänderung, das finde ich, also ich persönlich finde es auch cool. Der Spieler, die ganzen Spieler auch, haben gesagt, hey, das ist gut, das muss einfach veraltet, der Name. Und wenn es nur einen stört, ist okay, dass er weg ist. Dass er jetzt zugekommen ist, ist okay. Ich meine, klar hätten wir uns mehr gewünscht, dass wir gleichen Namen bekommen hätten. Aber dass wir in der Zukunft einen neuen Namen bekommen, stehen sehr viele Optionen frei und deswegen ist okay. Das mit dem Front Office, natürlich versuchen das, sonst haben die uns ein bisschen so mitgesagt. Aber die wissen auch, ich glaube, keiner weiß wirklich, was passiert ist. Es arbeiten bei uns immer noch Frauen und ich, keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht alle, aber ich glaube, die sind alle nett. Die sind alle nett und ich glaube, die sind auch zufrieden. Das Office ist da oben, das sind Büros wahrscheinlich dabei noch nie. Wir sind unten im Trainingsgebäude. Selbst wenn was wäre, würden uns nie irgendwas mitbekommen. Wir bekommen halt nur die Büroleute und Coaches oben mit. Wir unten als Spieler bekommen eigentlich davon nichts mit. Also das haben die anderen Spieler auch. Der Ryan Kerrigan ist seit 10 Jahren dort. Er sagt, naja, geht es dahin, das ist immer nur unten. Alles, was Spieler brauchen, ist eigentlich unten. Man würde eigentlich nichts mitbekommen, selbst wenn was wäre oder wenn was ist. Ja, also das heißt, nur noch ganz kurz, Björn. Das heißt, ich finde ja interessant, dass der Großteil oder dass das Team sagt, was mit dem Namen ist für uns kein Problem, finden wir gut. Darüber hinaus gibt es ja jetzt, wo du da warst, ich glaube, kurz bevor du geflogen bist, gab es den George Floyd-Incident, jetzt den Jacob Blake-Incident. Erzähl mal, wie war das, wie hast du das erlebt, als du vor Ort warst, im Training Camp, als die Nachricht kam, wie war die Reaktion im Lockerroom und nicht nur von den schwarzen Spielern, sondern überhaupt von den nicht schwarzen Spielern und vom gesamten Team. Wie war die Reaktion und wurde dazu was Offizielles gesagt? Habt ihr trainiert? Erzähl mal, was da los war. Also ich glaube, das war nachdem die NBA dann aufgehört hat, Tag danach hätten wir im Stadion eigentlich trainieren sollen und Scrimmage machen sollen. Und dann haben die uns dann am Abend schon angeschrieben, hey, kommt es dir um die Uhrzeit in die Facility, da haben wir ein Team-Meeting. Wer sind die? Waren das Teamleader oder war es Coaches? Oder nee, also vom Washington Football Team haben wir ein SMS bekommen. Wir haben da ein Team-Meeting. Seid da in Indoor-Facility, Indoor-Bubble, also im Bubble-Light. Und haben uns getroffen und haben gesagt, hey, Scrimmage wird auf jeden Fall gecancelt. Erst war geplant, dass wir am Abend dran trainieren.
Und dann haben wir uns da hingesetzt, haben über alles geredet. Also wirklich nicht, also einfach mehr so die Schwarzen geredet. Und dann irgendwann haben die gesagt, hey, die ganzen offiziellen Coaches und alle waren weg, außer nur die Spieler, und Ron Rivera war da am Schluss da. Und dann hat wirklich, es war wirklich einer der krassesten Momente. Ich hatte Gänsehaut die ganze Zeit. Die Leute haben geheult, also wirklich Spieler, die haben gesagt, hey. Moment, ich glaube, das darf nicht verloren gehen, weil das, was du jetzt gerade erzählst, ist so essentiell wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele das hier drüben gar nicht realisieren, warum die nicht trainieren oder nicht spielen. Weil viele sagen, hey, die sind Profis, warum spielen die, warum trainieren die nicht? Nur weil irgendjemand erschossen wurde, der war ja sogar noch, vielleicht hat er sogar noch einen Criminal Record. Das heißt, dass da waren Spieler, denen ging das Ganze so nah, dass Tränen geflossen sind. Das hat also einen massiven Einschlag auf jeden persönlich da drüben. Also auf die Gesellschaft. Also da wären wir ja wirklich vom Weiß und eins möglichen. Es haben Leute geweint, der sagt, hey, mein Vater ist Polizist. Sein Vater hat gestern geheult, hat ihn heute angerufen und gesagt, hey, sag von mir aus, das ganze Team, es tut mir leid, als Zeichen der Polizei, dass ich sowas gemacht habe. Ey, die haben wirklich, es war so ein unglaubliches Moment. Es haben auch beispielsweise der O-Liner, der Sheriff, der ist auch, wo ich erzählt habe vorhin, der hat gesagt, hey, mit dem spiele ich schon seit 6 Jahren zusammen. Ich weiß nicht, wie er sich fühlt. Ich kenne seine Familie, ich kenne seine Großeltern, ich kenne alles. Sie wohnt seit Jahren in der Nähe, in der Nachbarschaft. Ich weiß aber nicht, wie er sich fühlt, wenn er ins Auto einsteigt am Abend und wenn er nach Hause fährt und wenn er angehalten wird vom Polizisten. Also der kennt wirklich seine Kinder, da war bei der Geburt von anderen Kindern dabei, aber der weiß nicht, wie er sich anfühlt. Also wirklich unglaublich. Auch unser Kicker, den kennst du ja auch, wenn er hat auch erzählt, dass er mit dir auf dem College war. Das sind Hopkins, ja. Ja, genau. Er hat auch erzählt. Ja. Die der hat auch eine emotionale Rede gehalten. Ganzen Veteranen, Alex Smith, AP haben alle Geschichten erzählt. Also unglaublich. Deswegen. Krass. Wirklich, also, ich krieg gerade Gänsehaut. Krieg gerade Gänsehaut. Ich bin ganz ehrlich, wie du es einfach nur gerade erzählst. Würdest du sagen, David, dass der Lockerroom wirklich geschlossen dahinter steht, hinter diesem Movement, oder ist das... Ja, absolut, also wirklich, wahrscheinlich die Weißen sogar mehr als wir, also Alex Smith hat unglaublich Rede erzählt, wirklich, danach haben die Coaches sogar angefangen zu heulen, weil die nicht, wow. Die haben gesagt, hey, ich weiß nicht, ich wusste nicht, bis das alles angefangen hat, er wusste, dass er kein Rassist ist, aber er wusste nicht, was er machen soll und so weiter, ist auch für schwierig für ihn, wie er reagieren soll, wenn irgendwas so sein sollte und so weiter. Und er hat erzählt auch, wie Leute beleidigt wurden vor seinen Augen. Und er sich bis heute noch schämt, dass egal wie viel Geld er verdient hat oder egal wie viel groß einer ist, dass er nicht reagiert hat in dem Moment. Und dafür schämt er sich und entschuldigt sich für die ganze Black Community und so weiter. Das ist unglaublich. Das ist echt, was in diesem Land abgeht momentan, ist wirklich richtig krass. Puh. Wow. Ja, guck mal, das sind auch Informationen, die wir so aus dem Lockerroom noch nie gehört haben, die, glaube ich, die wichtig waren, dass, guck mal, Romantiker, ihr hört es hier als erstes, weil das, glaube ich, realisieren wir hier drüben in Deutschland nicht. Und David, du sagst es selbst, du bist jetzt seit ein paar Wochen da drüben und tauchst jetzt in diese ganze Materie ein und merkst, glaube ich, auch selbst, es ist unabhängig, ob schwarz oder weiß, sondern wenn du nicht Amerikaner bist, realisierst du nicht, wie tief dieser Graben ist, ja. Und was da wirklich los ist. Würdest du das bestätigen? Ja, die haben dann auch mich gefragt, ich so, ja, obwohl ich schwarz bin, weiß ich, wie es Rassismus, ich war der einzige Schwarze in der Schule, aber ich weiß nicht so krass natürlich wie ihr. Für mich ist jetzt auch die ganze Situation ganz, ganz schwierig, ich bin irgendwie so in der Mitte von beiden. Es ist wirklich hart für euch. Ich leide mit jedem mit, der verletzt ist oder verletzt worden ist vom Polizisten und so weiter. Und die haben auch gesagt, hey, da bekommen viele Fragen, hey, warum regst du dich auf als... Klaas hat jetzt hier auch im Podcast mal erzählt, haben gesagt, hey, ihr verdient doch genug Geld, warum regt ihr euch auf, macht doch nur Sport. Hey, die haben auch erzählt, am Ende des Tages steigen sie ins Auto rein. Der Polizist weiß ja, ob er bei NFL spielt oder nicht. Für ihn ist es einfach ein ganz normaler Schwarzer und ein möglicher Krimineller. Und so wird auch behandelt dann. Und das ist unglaublich. Und deswegen sagen die auch, hey, Sportler sind genauso Menschen, sind halt quasi nur von 8 bis 16 Uhr, was sie in der Facility sind, diese Sportler, die sind rausgesehen als Menschen und deswegen haben die auch das Recht, irgendwie seine Meinung zu teilen und aus den Social Media sind oder in der Presse, was auch immer. Okay, David, danke dafür, dass du uns da hast mal einblicken lassen. Lass uns mal wieder zurück zum Sportlichen kommen, weil eine Frage, die natürlich
nicht nur mir, sondern allen Leuten, die jetzt dieses Video sehen, auf der Seele brennt und natürlich auch Björn Werner. Ist Chase Young so gut wie Björn Werner? Oder ist er potenziell besser? Also Chase Young, das war lustig. Der ist genauso groß wie ich, ein bisschen leichter als ich. Und das war, der ist genauso groß wie du? Ja, der ist riesig. Das ist wirklich, dachte ich auch nicht, dass er so groß ist. Das, wie groß bist du? Guck dir das an. Ding, 1,95 Meter. Ich glaube, der ist vielleicht das knapp, vielleicht an die 2 Meter dran. Der ist riesig. Hey, das ist ein unglaublicher Biest. Der macht einen Pass-Rush. Das sieht so natürlich aus. Der ist wirklich, jeder Move hat seinen Grund. Es ist unglaublich, wirklich. Ich verstehe, das ist unglaublich. Das Spieler geht mit der Ranen und zerstört dir, das ist unglaublich, der Typ. Also, ich hab mir jetzt ganz viele Sachen schon angeguckt auf eurer Instagram-Seite, auf eurer Seite. Ich habe ein Bild von dir gesucht. Ich habe das Gefühl, ich sehe nur Chase Young da. Und da habe ich mich gefragt, okay, halten die es nur ab oder ist der wirklich so am Dominieren, weil sie wissen, er wird die Zukunft sein für diese Franchise? Ist der so am Rasieren? Ey, das ist wirklich, der ist unglaublich gut. Also wirklich, ich bin wirklich einer, der nicht gerne zugibt, dass einer besser als ich ist, aber wirklich, der ist richtig gut. Also natürlich muss man auch sehen, der würde jetzt nicht alles so im Feld perfekt machen, aber der ist, glaube ich, 22 oder sowas, der ist saujung, der hat so viel vor sich, ist total bodenständig, also wirklich. Der macht den Scout, geht da rein und so weiter, fragt nach, hey, Coach, brauchst du ein Special Team? Sagt der Coach, hey, du bist Chase Young, du wirst niemals Special Team spielen. Genau. Und das rushen. Also er ist wirklich total bodenständig. Aber wow. Typ. Dass er so ein guter, wirklich ist. Total guter, erzogener Mensch, ja. Wow. Der war im Chor und so weiter. Das ist halt lustig. Mein Lockerroom ist genau neben seinen. Jedes Mal wirklich vor und nach dem Training ist er nur am Singen und so weiter. Ein total lustiger Typ, ey. Wirklich. Hast du ihm schon mal erzählt, dass es Bromantiker gibt? Ich hab ihm mal erzählt, dass er in Deutschland auch so gehypt wird und so weiter. Dass er, krass, das glaubt er gerade, dass es wirklich hart ist. Und da haben wir noch ein paar Bilder gezeigt, wie in Deutschland ist und es in Deutschland NFL gibt und so weiter. Und Deutschland ist. Dann mach doch mal ein Selfie, frag ihn doch mal ein Selfie, post auf deiner Instagram-Seite und mach einfach einen Gruß an die Bromantiker. Muss man auch machen, ey. Okay, mach ich. Das mach ich extra für euch. Aber Mann, weg von Chase Young, ich will jetzt nochmal über dich sprechen. Wie ist die Intensität, wenn ihr die One-on-Ones habt? Wie geil ist das in der NFL im Trainingscamp, wenn ihr One-on-Ones und alle gucken euch zu auf dem höchsten Level? Das ist so krass. Also One-on-Ones ist echt krass. Da stehen ja wirklich, also wir erst machen die Beats, also 7 gegen 7 und danach steht das ganze Team, schaut dir zu, wie du One-on-One machst. Das ganze Team guckt bei euch zu. Auch Receiver, DBs, kommen alle rüber und gucken. Die kommen rüber dann zu uns. Also meistens sind die vor uns fertig und schauen dir dann zu. Und dann hast du Druck. Erzähl. Und dann hast du Druck. Ey, da gibt es manchmal, dann gewinnst du, dann fühlst du dich, boah, schaust du, ob alle Jungen wechseln. Ja, aber geschafft, Alter. Hast du ein paar gewonnen auch? Ja, ich habe echt schon ein paar gewonnen. Also am Anfang kam ich nicht von alleine aus Scrimmage weg, wurde dann gereached oder sowas. Und dann, aber jetzt mittlerweile merkst du, hey, langsam geht's. Hab schon eine Plays gemacht und so weiter. Also wirklich. Komm, Bayern Power. Grüße miteinander. Geil, nein. Was haben wir letztes Mal besprochen, ne? One day at a time. Am Anfang ist es ein Kulturschock. Guck mal, du hast ja nicht nur mit Football gerade zu tun. Das sind ja ganz andere Sachen, die in der NFL ne, viel wichtiger gerade sind als Training. Was du ja gerade alles erklärt hast. Aber das Training kommt, solange du den gleichen Mindset hast, morgens ein neuer Tag. Mann, auch in Chase Young wird mal geschlagen, 1-on-1. Ein JJ Watt liegt auf dem Boden. Einfach Gas geben. So machst du schon. Ja. Ey, ich freue mich zu sehen, wo du landen wirst später. Hoffentlich nächstes Jahr. Alle. Dieses Jahr bist du ein Team-Starter irgendwann. Oh, das wäre geil. Dann haben wir Bromantiker in der NFL Starting bei den Washington. Nein. Warte, noch eine Frage. Starting Bromantiker. Hast du schon was gehört? Ist da irgendein Name so schon Favorit unter den Spielern, Coaches? Hast du irgendwas gehört? Kannst du irgendwas liegen? Gar nichts. Also wirklich, selbst Dwayne Haskins ist ja so der richtig, der versucht ja alles zu machen, um irgendwas rauszubekommen. Wir haben ja gesagt, das ist unser, der versucht im Team quasi so ein bisschen mit den Ownern so ein bisschen gut zu kommen oder noch besser, um den Namen irgendwas rauszubekommen. Und jeder fragt man, hey, hast du irgendwas? Ach, da will ich es erzählen, Mann. Ich muss ihn mal wieder einladen und so. Ich sage, also wirklich, alles, aber da geht nichts, wirklich. Versuch schon irgendwas mit dem Namen.
da fällt mir noch eine Frage ein, weil du gerade die Quarterback-Situation angesprochen hast. Alex Smith ist ja nach so einer Horrorverletzung jetzt wieder zurückgekommen. Du warst jetzt dabei. Die Frage, die sich mir stellt, läuft der schon richtig rund oder sieht man ihm noch an, dass da irgendwie wirklich was im Argen war mit seinem Bein? Und wie macht er sich im Training im Vergleich zu Dwayne Haskins? Dwayne Haskins ist wirklich, ich dachte, man hat ja viel von dem Schlechtes gehört, aber manchmal wirft er Pässe im Training. Alter, das ist wirklich, also wirklich, der wirft echt richtig gute Pässe. Ich bin auch schon hinterhergelaufen, er ist einfach viel schneller als ich. Wirklich kann laufen, er kann werfen. Klar muss er noch viel lernen, aber ich glaube, die haben die richtigen Coaches dafür. Und Alex Smith, das war auch krass, das weißt du noch, wo dann quasi, der war die ganze Zeit immer dabei, aber der hat immer ganz alleine trainiert am Anfang der Saison, also am Anfang des Camps. Und dann, wo quasi offiziell war, dass er sagt, hey, er darf wieder Football spielen, habe ich ihn gratuliert. Er sagt, hey, habe ich gefragt, so, hey, ich weiß, die Frage hast du schon 100 Mal gestellt bekommen. Und habe gesagt, hey, warum machst du das, Mann? Und warum, oder warum machst du das, habe ich nur gefragt. Also, weil ich Sport liebe und ist dann weitergegangen. Ich so, krass. Er musste das nicht machen, er macht es einfach nur, weil er den Sport so liebt und denkt mir so, krass. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Wahrscheinlich, ich glaube, Wir haben auch schon darüber diskutiert. Wir haben auch schon darüber diskutiert, aber hey, Mann, wir müssen, glaube ich, da wie Bader jede Woche hier haben. Wir kriegen ja mehr Insights als bei den ganzen Experten da drüben. So was. Wie ist denn jetzt, David, wie ist der restliche Verlauf jetzt von Training Camp? Wann nächste Woche ist es Game Week, ne? Ja, ich glaube, wir spielen übernächste Woche. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das laufen wird. Ich glaube. Ja, übernächste Woche spielt ihr. Wann ist denn Cup Day? Wann ist denn der offizielle Cup Day? Genau, das. Ich weiß es nicht. Also, ne? Nee, ich weiß nur, dass jetzt quasi gestern waren im Stadion, haben im Stadion trainiert. Und ab morgen fängt offiziell Season Week, also wir fangen mit der Season-Vorbereitung an. Wann der genaue Cut Day ist, keine Ahnung. Ich glaube, viele sagen nächste Woche, viele sagen, es werden schon jetzt paar rausgeschmissen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das findet man gar nicht online, weil normalerweise war es immer am Ende. Natürlich mit den Preseason-Spielen. Jetzt haben wir keine Preseason-Spiele, kein Schwein weiß es. Interessant. Also spätestens nächste Woche, würde ich sagen. Ja, wir wissen, hast du schon mal so einen Hint bekommen? Du hast ja gesagt, versuchen wirst du 53-Man zu machen. Hast du schon mal so einen Hint bekommen, wo bei dir die Reise hingeht? Bist du mit den Einsern und Zweiern wahrscheinlich nicht? Bist du im Third Team, Fourth Team? Ja, also es gibt das Problem ist halt, dass auch natürlich durch Corona kein Preseason gespielt hat. Die Colts haben mich noch nie spielen sehen. Also selbst nicht mehr des Scouts, es ist wirklich schwer, sich dann zu zeigen, hey, ich bin bereit fürs Team. Ich weiß auf jeden Fall, die Colts lieben mich. Ich trainiere hart. Coach Rivera redet regelmäßig mit mir und sagt, hey, muss viel lernen, du gibst aber Gas, es wird alles gut gehen. Und wenn so einer das sagt, oder VIP, das sagt, hey, good job heute und so weiter, und viele O-Liner, die seit Jahren in NFL sind und nach mir fragen, und wir haben Hall of Famer, die kommen zu uns und nach mir fragen. Also wirklich, das ist echt cool, und ich weiß nicht, ich sehe es wieder Tag für Tag, und dann, wenn es im Practice Squad ist, dann freue ich mich, versuche jeden Tag das Beste daraus zu machen und aufs nächste Jahr anzugreifen. Und wenn es Team sein sollte, dann freue ich mich umso mehr. Björn, hast du noch eine abschließende Frage an den Mann? Weil ich ganz am Ende habe ich noch eine. Ich habe noch eine kurze. Was vermisst du gerade aus Deutschland? Ist es deine Familie? Ja, absolut meine Familie. Auch irgendwie die Stadt München natürlich. Die beide Geschmeidigkeit. Alles Mögliche einfach um die Stadt herum. Meine Familie, meine Freunde. Wenn die abends was machen, das ist halt komisch, wenn du hier im Hotel sitzt, hast einen freien Tag, darfst aber nichts machen. Wir dürfen natürlich wegen Corona nichts machen. Wir dürfen nicht ins Kino gehen, wir dürfen nicht in die Bar gehen und nichts machen. Und dann die anderen Freunde sind dann irgendwie unterwegs, sind was grillen oder sowas, oder sind im Urlaub und sitzt da hin und sagst, ja, und muss am nächsten Tag wieder fit zu werden. Also es ist wirklich auch mental sehr hart, dabei zu bleiben, aber echt die Saison schaffen. Ja, guck mal, der Björn Werner ist so ein intelligenter Journalist mittlerweile geworden. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Du hast ja eine kleine Tochter. Wie um alles in der Welt machst du das ohne sie? Wann wirst du die das erste Mal sehen wieder? Ist da irgendwas geplant? Wir planen natürlich Weihnachten, würde sie dann mit meiner Mutter vielleicht rüberkommen, mit meiner Geschwistern. Aber ob das so klappt, natürlich mit Corona, das ist gerade Situation seit hier dementsprechend auch schlecht. Aber es gibt ja FaceTime. Ja, genau. Also FaceTime tun wir regelmäßig.
Nimm doch deswegen die Plattform und grüße doch mal deine Tochter. Weil ich meine, sie sieht es doch bestimmt, oder? Ja, die guckt immer, die ist Romantikerin. Natürlich. Die ist Romantiker, hat jede Woche. Der Papa guckt es, da muss sie es mithören. Ja, also wir telefonieren ja ganz oft, deswegen es geht, also sie weiß ja auch, dass ich jetzt hier in Amerika bin und dass ich Football spiele. Also natürlich, den Rest versteht sie noch nicht, aber sie freut sich und dann bin ich fest am Spiel zusammen und wenn es schlecht läuft, sehe ich sie, wenn ich zurückkomme nach Deutschland wieder. Aber bis dahin konzentriere ich auf Football und ich weiß ja, für was ich es mache und es war mir klar, bevor ich hergeflogen bin, warum ich es mache, deswegen ist es okay. David, dann würde ich sagen, wir danken dir für deine Zeit. Danke, dass du uns auch so tief hast reinblicken lassen, was tatsächlich in einem NFL-Lockerroom los ist. So, der Herr Werner und ich, wir waren da, aber das ist auch schon ein paar Tage her. Insofern, du bist frisch mittendrin. Wir drücken dir alle die Daumen. Übrigens, Feedback nach dem ersten Interview war, die Bromantiker lieben dich, wie nett und sympathisch der doch ist. Wir drücken dir weiterhin die Daumen. David, auf das du nochmal zurückkommst zu uns, vielleicht nochmal während der Saison, Herr Producer, was sagst du? Auf jeden Fall. Ja, für euch nehme ich mir immer Zeit, wenn ich immer aufstehe, bin ich dafür immer da. Und für die Romantiker natürlich. Sehr gut. David, dann komm, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Tschüss, Mädel.